Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder zum Wiener Kochstudio. What do you want to cook today for me? Hello, today we're gonna cook stir-fry chicken with pineapple. Auf Deutsch Ananas mit gebratenem Reis. Where you start? I start with turn on the gas, of course. Maybe I can do it from here. Yeah. Yes. Okay. Wird ja ein bisschen erfahren. Why you make it? Huh? So they not stay in the pan. Ah, also dass jetzt überall das Öl verbreitet ist oder drum ist. Garlic. Chop, chop. Knoblauch. Unter dem Film seht ihr denn auch, wie viel das denn ist? Garlic. Gut, ne? Ja, drehe ich schon mal ganz angenehm. Onion. Zwiebel kommen da jetzt rein. Onion. Die Winnert hat mir auch eine Kokosnuss geöffnet. Dreimal könnt ihr raten, was da drin ist. Nicht nur Kokosnuss. Saft oder Milch? You want also? No, sie muss einen klaren Kopf behalten. It's high, I think. Can you put high? Can you put high? Ah ja. Wir haben heute wieder super Wetter. Wunderbare Fernsicht, wieder 50 Kilometer. Heute Morgen waren wir auch noch bei Oma gewesen, die haben wir besucht. Also heute haben wir einen straffen Tag, heute Morgen schon ein Video gemacht. Und da kommt die Winnert an, ja, wir müssen jetzt noch ein Kochvideo machen. Sie ist schon eine treibende Kraft. You push me to make movies. Yes, so boring otherwise. Two eggs. Just put it in here. So, zwei Eier. Ja, zu den Kochfilmen und auch mit dem Einkaufen, die ganzen Videos, kann ich hier oben mal, die Info, wo das I ist, da sind die Playlisten, die kann ich da mal reinbringen. Ja, ist ganz schön heiß. Mal. It's too hot? Hm? It's too hot? No, we need hot. Ah, gut. Rice? Jetzt kommt Reis. Is it sticky Reis oder normal Reis? No, that's mean Rice. Das ist ganz normaler Reis. That's mean Rice. If the rice you have from last night is good, because the stir fry rice is good for. Also sie meinte, also wenn ihr noch Reis von letzter Nacht habt, dann ist das ganz gut. Uh-huh. Oh. Ja, und wenn ihr mal hier seid und ihr wollt mal einen Kochkurs mitmachen, mit Video natürlich, dann könnt ihr euch gerne melden. Das ist ein Unkostenbeitrag von 800 Baht. Dann gehen wir dann auch zusammen einkaufen und kochen hier. Und anschließend wird dann da gegessen zusammen. Da werden wir bestimmt noch einen schönen Abend haben. Ja, with the chicken, I already cooked. In the pan, because I don't want it so wet. You can use chicken, shrimp, pork. Today we use chicken. Also heute werden Hühnchen wird heute genommen, Hühnchenfleisch. Man kann auch Shrimps nehmen als Beilage.
Ah, jetzt weiß ich auch, wieso gebratener Reis. Dann kannst du put it like, smaller. Middle now. Wieso gebratener Reis? Ja, man sieht es. Man muss da also ziemlich hinter sein, sonst brät das Ganze an. Soy sauce. Soy sauce, 1 teaspoon. Sojasauce. Sauce. Salz. Sauce. A little bit. Yes. Sauce, sugar. Pepper. Whatever you like. And yellow curry. Was ist das? Yellow curry. Curry powder. Curry powder. Ist ja praktisch, wenn man so eine Köchin hat. Chinese sauce. Was ist das? Chinese sauce. Das sind Würstchen. Der Special. Pineapple. Pineapple, ja, das ist ja vom Namen her. Pineapple fried rice. This is the highlight. Das sind Würstchen. Sind das? For Chinese. China? From China? Chinese sausage. No, the name of Chinese. We have German sausage. We have Thai sausage. We have Isan sausage. Fisch ist da drin, chinesische Würstchen. The taste is sweet. But today we use the fish because cannot fry. So, this one. Was ist das? Nüsse, Paranüsse. Ja, Paranüsse. Oder nehmen wir auch Paranüsse. Naja, unterm Film, wie gesagt, sind ja die ganzen Zutaten. Cashew nut. Yes, cashew nut. Sometimes I forget the name. Yes, we cook a bit here. Spring onion. Sure. Spring onion. Looking good. Wir sind voll in der Zeit. 12 Minuten. Ich habe ja immer in den vorigen Filmen gesagt, ich wundere mich, wie schnell das alles geht. Jetzt weiß man auch, wenn man im Restaurant ist, dass man da auch was Frisches bekommt. Wenn es ein gutes Restaurant ist. Die Zubereitung oder die Zeiten dafür sind ja schnell. Good. Very good. Smell pineapple, sweet and sour, and all everything together. Perfect. Yummy, yummy. Smell this powder. Smell very good. I put a little bit more sauce in. Mehr Salz. Okay. Can you turn off the light? Very good. Like restaurant. Ich habe auch Hunger. I'm hungry. No, but that one, with this one, normally you have to fry first. You cut like a loaded dice, small loaded dice. And I put in the air fry. Also. But normally you fry it here first. Okay. Zwei Würste, two? So two, you took two of them? No, have upstairs. You took one or two? The recipe I have is below.
Habe ich jetzt ja nicht verstanden, aber hier fehlen zwei. Also die werden in kleinen Stücken geschnitten, dann können wir die im Airfryer, in dem Heißluftfritteuse reintun oder in der Bratpfanne, da werden die kurz angebraten und dann kommen die hier rein. Gib mir ein paar Äpfel. Pineapple? Ah, die hat es auch schon ausgehöhlt. Darf ich? Can I show you the people? Guck mal hier. Be careful. Hat sie ja schon ausgehöhlt. Mein Gott, na no. Toll. Und das kommt jetzt da rein. Oh, kommt noch ein bisschen Pfeffer drauf. From the garden, ne? Okay, give me the plate. I show the people here. Dann sieht das so aus. Okay. Jetzt machen wir natürlich auch ein paar schöne Fotos. er ist auch schon da. He ready. Da gibt es aber nichts, keine Knochen. Kann ich schon mal starten? Probier mal. Das war gerade Deutsch. Deutsch? For me, I need fish sauce with chili. Mmm, good. How taste? Good. Pineapple sweet. Mm-hmm. A little bit the taste of the rice. And shouted Chinese sauces, no? Also some pie, you can get the pie, you get this one. Okay, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Thank you. Thank you for watching. To be continued next episode. Thank you. ขอบคุณค่ะที่รับชม. Bye bye.